Also in den armenischen Liedern geht es meistens um Liebe und Sehnsucht nach der Mutter, nach dem Vaterland, nach der Natur Armeniens. Einfach das, was wir nicht greifen können und uns in unseren Träumen vorstellen müssen. Diese Träume von Armenien kannte er schon von seinen Eltern und Großeltern. Aber zur armenischen Musik hat er erst später gefunden. Es war so, nach dem Tod meines Vaters haben mein Bruder und ich im Wohnzimmer gesessen und uns gefragt, was können wir an seiner Beerdigung machen oder wie können wir ihm Tribut zollen. Und dann ist mir diese Kassette in die Hände gefallen. Ich habe die Kassette eingelegt und mein Vater war drauf mit Liedern, die er vor 20 Jahren in der Küche aufgenommen hat. Hier im alten Musikraum des Vaters hat er die Kassette gefunden. Wie ist das, wenn du deinen Papa jetzt auf diesem Band hörst? Surreal. Sehr surreal und ist nicht greifbar, aber trotzdem schön. Also es ist nicht, am Anfang war ich immer sehr traurig und gerührt. Jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass er mir das hinterlassen hat. Und positiv. Und ich weiß, dass alles Negative auch etwas Gutes hat. Und der Tod hat auch was Gutes. Mit dem Lied kamen die Bilder zurück. Der Vater ein leidenschaftlicher Musiker, der zu Hause mit der Gitarre armenische Lieder singt. Und er als kleiner Junge, der die Lieder schon fast mitsingen kann. Ich habe die Akustikgitarre in die Hand genommen und zuerst englische Lieder geschrieben, bis ich dann realisiert habe, dass viele Melodien, die ich schreibe, auch diesen armenischen Touch haben, gerade die Melodieführung. Und habe dann die Idee gehabt, lass mich doch einen Song von meinem Vater einfach covern. Das war der Anfang. Mittlerweile hat Aaron Emirse eine ganze CD mit armenischen Liedern aufgenommen. Dass nicht alle Zuhörer die Texte verstehen, findet er nicht so schlimm. Die Melancholie und die Sehnsucht, die versteht man auch ohne Text, sagt er. Aber der Gesang auf Armenisch, der ist ihm sehr wichtig. Und wenn man sich zu Hause fühlt, ist man am besten. Auch als Künstler. Ja. Es muss authentisch sein und das Armenische hat sich sehr authentisch angefühlt. Exklusiv für Puzzle, Noise Rock Unplugged. Okay, nochmal. Gut. After a little while we run... Ah! Text. Sehr gut. After a little while we run out of time, the pure aftertaste of all the ways I kneel on my knees. Gut. So etwa, nur viel lauter und mit der E-Gitarre klingt das, was er sonst macht. Ja, zu Lebzeiten war ich eigentlich mehr der subversive Sohn, der versucht hat, gegen die Eltern zu gehen. Ich bin ein Kind des Heavy Metal gewesen und habe eigentlich alles getan, um meine Eltern zu schockieren. Und aber man wird erwachsen und verändert dann auch diese Einstellung. Seit 4 Jahren ist er jetzt selbst Vater. Auch er bringt seiner Tochter Armenisch bei. Aber welche Lieder singt er mit ihr? Noise Rock oder armenische Lieder? Was für Lieder? Da ist es eigentlich primär Pippi Langstrumpf. Sehr schön. Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit. Vielleicht sollte ich das auf Armenisch vertonen. Aber das muss noch warten. Denn im Moment arbeitet er an seiner ersten CD mit deutschen Liedern. Wieder ein neuer musikalischer Weg, den Aaron Emirse einschlägt.